5 o'clock in the morning and I can't get no sleep. Jetzt geht's erstmal hier ins komplett Schwarze hinein. Also, Attacke. Bis später. Schön, dass ihr dabei seid. Kilometer 3 um 5.40 Uhr und Tübingen wird bereits angezeigt. Müsste in 10 Kilometerchen so sein. Lass uns mal überraschen. Kilometer 8, 8 Lieblingszahl, verfrorene Lieblingszahl bei 3 Grad am Ortseingang von Bebenhausen. Das ist schon in dem Bereich Tübingen. Hier ist auch das schöne Kloster. Ich hänge euch jetzt mal kurz einen Beutel rein. Und dann geht's auch schon weiter. Boah, ist mir kalt. Wir sind zu zweit unterwegs. Ist dir auch kalt? Geht. Okay, ich glaube, ich bin hier die Verfrorene. Weiter geht's. Zehnerchen. Um 7 Uhr, Freunde. Mitten im Tunnel. Und es wird gerade hell. Ja, Tunnel gehen mittlerweile. Das ist aber der erste im Dunkeln. Geht voran. Hilft ja nicht. Danke dir, dass du immer noch an meiner Seite bist. Auch im Tunnel. Kilometer 12, 7.15 Uhr, am Beginn der Zivilisation. So, haben wir gut geschafft die Nacht. Jetzt begleitet mich Chris noch bis zur Eberhardsbrücke. Und dann zeige ich dich mal kurz. Ja, die Begeisterung ist noch dezent. Aber das würden nicht viele machen, mich so früh begleiten, Samstagmorgen im Herbst. Mein Wanderbegleiter und mein Navi haben sich gerade gestritten. Sie sagte, now go straight on. Und er, du Luder, wer ist hier aufgewachsen? Du oder ich? Schauen wir mal, was jetzt noch passiert, solange wir noch laufen. Aber das war wirklich lustig. Kilometer 14 an der Eberhard-Karls-Uni. Bitteschön. Kilometer 14,6 und wir sind an der Eberhardsbrücke angekommen. Die Einheimischen Neckarbrücke nennen. Und jetzt gehe ich nochmal für euch auf die andere Seite und zeige euch nochmal diese tolle Skyline. Es ist egal, wann man sie anschaut, ob in der Früh, ob am Abend, ob im Sommer, ob im Herbst. Völlig wurscht. Einfach der Wahnsinn. Bitteschön. Kilometer 15, danke. Ich bin gerade, baue gerade kurz ab. So, Nuff, Steffele Nuff. Zum Bäckerei. Ja. Glaubst du? So, nach einer feinen Brotzeit, bitte, wie hieß nochmal der Bäcker? Badewke. Beim Bäcker Badewke sind wir jetzt hier am Anlagensee angekommen, bei Kilometer 15,5. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, der meinen letzten Film gesehen hat, mit Tübingen, dass ich hier bei 28 Grad vorbeigekommen bin. Heute haben wir 5. Kleiner Unterschied. Wird motiviert. Und dir danke ich ganz lieb, dass du heute mit mir mitgelaufen bist. Ab 5 Uhr früh. Genau. Bitte. Und gleich erzähle ich euch, warum er es gemacht hat. Also, einen ganz feinen Tag dir. Das weiß ich selber nicht. Das weiß er selber nicht. Da oben haben wir das Schloss Hohentübingen. Und jetzt sage ich euch noch kurz was zu Chris. Er hat mich begleitet, weil er sieht, dass es eine Leidenschaft von mir ist, das Wandern. Und er das gerne unterstützt hat. Außerdem war das ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk für mich. So, jetzt aber hier. Contra K drauf. Tunnel Nummer 2. Bitteschön. In die Weststadt. Kilometer 18 und vielen Dank Tübingen für dieses Mal. Jetzt kommt sogar die Sonne raus. Bis nächstes Mal. Auf nach Irsinger, nach Unterjesingen. Ach, ihr Süßen.
der Mausi. Willst du gestreichelt werden? Oh. Ja, fein. Ist du nicht? Oh, jo, oh Gott. Oh Gott, jetzt konzentriere ich mich mal gleich ganz auf dich. An der Bahntrasse entlang. So, 21,4. Halbmarathon. Sowas finde ich immer so schön. Auch bei 6 Grad. In Unterjesingen. In Baden-Württemberg. Samstag früh. Im Herbst. Kilometer 23 in Pfäffingen. Oder wie die Einheimischen sagen, Pfäffinge. Das ist hier einfach nur eine kurze Durchgangsstation. I'm sorry. Bei Kilometer 24 kommt hier eine Bank. So, nach Kartoffeln, Eiern und einer Wurst gibt es jetzt noch Ensinger Sportstill. Das hat einen hohen Calcium- und Magnesiumgehalt. Yummy. Ja, grüß dich. Kilometer 25, ein Viertelhunderter in Entringen. Das Rathaus von Entringen. Hier ein paar Meter weiter unten gibt es scheinbar gerade einen Einsatz auf dem Feld von der Feuerwehr. Das sieht aus, als ob da Mist brennt. Boah, der Gestank. Komoot sagt mir jetzt gerade now turn left, das heißt, ich müsste genau da vorbei. Nope, not today. Und hier hängt der ganze Rauch in der Luft, ich glaube, das seht ihr nicht. Von dem Feld mal schnell weg hier. Ja, hi. Kilometer 28. Hier ist eine Herde. Nur mit braunen und schwarzen Schafen. Ich werde bekloppt. Ich liebe dunkle Schafe. Ich werde mich jetzt hier hinsetzen, auf eine dieser schönen Bänke. Kersbach Nord, mal schauen. Kilometer 29 bei 10 Grad in Breitenholz oder so ähnlich. Schwaben hat wirklich wahnsinnig viele Höhenmeter. Puh. Diese Bank hier bei Kilometer 30 hinter mir kommt mir jetzt wie gerufen. Da lang? Oder da lang? Da lang. So, nach 1,5-2 Stunden auf einer Bank in der Sonne habe ich jetzt Ruhe und Frieden hier im Wald, im Schönbuch, bitteschön. Wurde sogar ausgezeichnet, dieser wunderschöne Wald, prämiert. Und da braucht es dann auch keine Musik mehr, Freunde. Das hier, was man fühlt, was man wahrnimmt, was man hört und sieht, das ist genug Musik. Definitiv. So, weiter geht's. Bis sowas entwurzeln kann. Jetzt gehen wir mal da durch. Uiuiui. Schaut mal hier. Riesenwurzel. Oh wow. Erstmal er hier mit seinen schönen Socken. Mit einem tollen Ausblick. Schon ein schöner Ort.
Eine Hütte. Ah, na schaut mal. Kastanien. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Ich bin das beste Beispiel. Hier bei Kilometer 34 am unteren Kaltermannshaldeweg sagt Komoot, dass hier ein Weg ist, aber ich sehe hier ein Tor. Dieses Holzstück hier muss angehoben und dann da wieder versenkt werden. Diese Höhenmeter, die machen was mit einem. Oh, das Schönbuch. Wenn ihr den Schönbuch noch nicht kennt, in der Region Tübingen-Böblingen so herkommen, anschauen. Das ist eine Aufforderung. So, jetzt muss ich schauen, wo ich laufe. Jetzt ist es mega matschig, sonst fliege ich hier. So, ich bin jetzt hier mitten im Wald. Das ist der Schönbuch. Und ich bin gerade hier. Standort Neue Brücke. Geht in den Wald, Freunde, geht in den Wald. Geht wandern. Verbringt Zeit in der Natur. Macht mal den Fernseher aus. Geht mal raus. Ist so schön. Kilometer 38 um 17 Uhr. In Kürze werde ich dann auch mit Karten arbeiten. Mit Wanderkarten. Das waren jetzt ordentliche Höhenmeter. Habe ich auch gemerkt, es ging permanent nach oben. Aber es ging, es ging. Kilometer 40 auf Asphalt. Schaut mal, meine Füße freuen sich. Wunderschönes schwäbisches Land, Ländle. Schaut mal, kurz vor Marathon haben wir jetzt die Situation wie auf Sylt. Leben am Limit. Schaut mal, was für ein wunderschönes Licht hinter mir ist. Oh. Was für ein schönes Abendlicht um 6 Uhr sharp. Die Luft ist hier so gut. Marathon, ihr Lieben. 42,3 sogar schon. Das ist ja eine schöne Allee nach Weil im Schönbuch rein. So, eigentlich wollte ich ja duschen, aber weil ich heute früh schon Halsweh hatte und jetzt über Tag beim Marathon auch Schnupfen dazu gekommen ist, obwohl ich echt selten was habe, habe ich mich jetzt zu einem Bad entschieden, zu einem Erkältungsbad. Schauen wir mal, ob das hier was kann. Schön, dass ihr dabei wart im Naturpark Schönbuch. Bis nächstes Mal, ihr Lieben. Servus, pfiat dich.